Hallo ihr Lieben, ich bin Sayobe und wir spielen zusammen Star Trek Online, die Seite der Klingonen. Und es geht weiter da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Wir haben nämlich dieses schöne Schiff auf klingonisch rechtmäßige Art und Weise erworben und haben nun den Auftrag, das Tutorial abzuschließen, nehme ich an, und nach Konos, der dem Hauptplaneten vom klingonischen Imperium, zu warpen. Das machen wir jetzt mal. Da sind wir auch schon durch. Konos, die klingonische Heimatwelt. So, jetzt sollen wir das Gefängnis rufen, weil wir haben ja noch diesen Gefangenen. Sie sind also derjenige, der meinen Gefangenen hat. Glückwunsch. Wir haben ihn mehrmals geschnappt, doch niemand hat es mit ihm tatsächlich bis nach Konos geschafft, bevor er wieder entkommen konnte. Ein ziemlicher Fang. Beamen Sie direkt herunter in das Gefängnis hier in der ersten Stadt und wir treffen die Vorkehrungen für den Gefangenentransport. Gefängnis von Konos, Ende. Gut, dann beamen wir uns mal direkt zum Gefängnis und wollen dann mal gucken, was unsere schöne Belohnung ist für diesen Schachzug. So, Mission abgeschlossen. Da oben ist der nette Typ, mit dem wir uns unterhalten sollen. Sind Sie derjenige, der mir meinen Gefangenen bringt? Ja, sind Sie... Natürlich bin ich das. Ich kann es gar nicht abwarten, ihn loszuwerden. Wachen! Ankommen der Gefangene der Föderation. Bereiten Sie Zelle 31 für seine Ankunft vor. Was soll ich mit Transfer überwachen? So, da wird er runtergebeamt und direkt in die Zelle gebracht. Dass die dir nicht direkt in die Zelle beamen können, ne? Aber vielleicht sind da Sicherheitsvorkehrungen in den Zellen oder so, ich weiß es nicht. Sir, Ihre Anwesenheit in der Bartley-Kriegerarena ist umgehend erforderlich. Das war mein erster Offizier, der mit mir gesprochen hat. Also verlassen wir das Gefängnis. Irgendwas ist irgendwo los, ich weiß aber nicht wo. Und ich glaube da, ja. Die Tür leuchtet, wir müssen da raus. Okay. Was will der? Nee, geht nicht. Oder? Nein. Raus da. So, jetzt sind wir in der Hauptstadt. In der ersten Stadt. Mal sehen, wo es jetzt hingeht. Bin sehr gespannt. Ich kenne diesen Teil von... im Spiel nicht mit Nahkampfausbilder wie in Odia spielt. Ja, manche Übersetzungen sind noch nicht erst rein. Also, ihr seid der neue Kapitän, der seine Position durch Ermordung. Nein. Egal, ihr wisst, was gemeint ist. Im persönlichen Kampf. Durch Besiegen im persönlichen Kampf erreicht hat. Ich habe gehört, dass ihr als zweiter Offizier auf der Koorkok gelistet wart und nicht der Fürste. Der Erste. Diese Herausforderungsrechte hat nur der Offizier direkt unter dir. Sonst würdest du das den Captain ermorden und nicht rechtmäßig töten. Ja, die Klingonen haben auch ein bisschen Ordnung in ihren ganzen Gerechten und Tötungsrechten und so. Der Kapitän tötete den ersten Offizier Doran und beförderte mich dementsprechend zum ersten Offizier. Ich verstehe. Nun, dies sind ungewöhnliche Umstände und der Hohe Rat wünscht, die Dinge zu bereinigen. Daher wurden sie in die Halle des Kriegers beordert. Dort kämpfen wir mit dem Batlet in einem traditionellen Nahkampf. Überstehen Sie die Herausforderung, die ich Ihnen stelle, und das Kommando über die Kokok gehört Ihnen. Unumstritten. Ich habe nichts weiter zu beweisen, das macht doch keinen Sinn. Ich habe Captain Hewlett getötet und deshalb gehört das Schiff nur mir. Sie mögen es so sehen, doch der Hohe Rat hat eine andere Meinung dazu.
Es ist ganz einfach. Der Orat hat Dutzende von erfahrenen Captains, die auf ihr eigenes Kommando warten und die IKS Gorgok wartet nur darauf, zugeteilt zu werden. Wenn sie dieses Chef wollen, dann müssen sie hier kämpfen und es sich unter den Augen aller Mitglieder der klingonischen Verteidigungsstreitkräfte verdienen. Gut, wir werden das hier hinter uns bringen und jeglichen Zweifel beseitigen. Also, so ganz rebellisch geht's dann doch nicht zu. Öffnen Sie Inventar. I und... Okay, ich habe eine neue Waffe bekommen. Also, was ist da die falsche Taste? C, nein. Hier oben. Machen wir das so. Wir haben derzeit diese Waffe ausgewählt. Warum soll ich jetzt diese nehmen? Ist die besser? Da habe ich doch keine bekommen. 103. Nein, die ist schlechter. Okay, gut. Ja, die ist schlecht. Das ist meine alte Waffe. Ich soll auf die Nahkampfwaffe wechseln. Na gut, das machen wir hier. Dann können wir wechseln. Und das ist ein Teil von meinem Schiff. Gucken. Mein Schiff, das ja eigentlich noch gar nicht mir gehört. Aber gut. Ich tausche trotzdem mal die Blickwaffen aus. So. Sie wagen es nicht, Herausforderungen? Ja, bereiten Sie sich auf Ihre Verteidigung vor. Wollen wir ihn mal im Nahkampf besiegen? Und wie es uns aufgetragen wurde. Ach, ich glaube, ich sollte ihn ohne Waffe, oder? Ich weiß es nicht. Nahkämpfer bieten mit jedem Schlag die Möglichkeit, den Ziel mit jedem Angriff zuzusetzen. Darüber hinaus können sie für Spezialangriffe geeignet werden. Sind sie für Spezialangriffe geeignet und können auch andere Wirkungen erzielen. Dazu jedoch müssen sie Kombinationen nutzen. Nun gehen sie und wählen sie einen anderen Herausforderer. Besiegen sie ihn, dann wird es kein Zweifel an ihre Eignung für ein Kommando geben. Es hätte bereits beim ersten Mal kein Zeichen mehr geben dürfen. Richtig, beim allerersten Mal. Bei der Kombination. Um Kombination auszuführen, nutzen Sie Links-Rechts-Angriff Ihre Nahkampfwaffe. Warten Sie, bis Ihr Angriff Ihre Waffe verändert ist, bevor Sie die nächsten starten. Links-Links Ziel betäuben, rechts-Rechts Ziel fest. Okay. Deswegen dieses, was dahinter ist. Ne? Okay. Links-Links. Wie soll ich mir das denn merken? Kann man sich das irgendwo festtackern, dass es da stehen, was stehen bleibt? Rechts, rechts, links. Andauernder Schaden. Links. Ich hoffe, das reicht die Übung. Okay. Aber gut. So. So, dann zeig mir, was du kannst. Eins. Okay, jetzt mit Übung hauen. Eins. Und nochmal eins. Schon erledigt, okay. Krieger Yoma. Sie haben ihren vorgesetzten Offizier in einem persönlichen Kampf erfolgreich herausgefordert. Darüber hinaus haben sie hier in der Halle des Kriegers ihre Fähigkeiten im Nahkampf bewiesen. Nehmen Sie die Worte als offizielle Anerkennung ihres Kommandos bei den klingonischen Verteidigungsstreitkräften. Kanzler Yompok möchte mit Ihnen als unser neuesten Kapitän sprechen. Sie finden ihn im großen Saal in der ersten Stadt. Kappa! Nehmen Sie dieses Kit. Kits fügen, abhängig vom Beruf, den Sie ausgewählt haben, Fertigkeiten zum Einsatz im Kampf hinzu. Es stehen verschiedene Kits zur Auswahl und Sie sollten sie das jeweils verwenden und durch eine leistungsstärkere Version ersetzen, sobald Sie ein Level aufsteigen. Doch denken Sie daran, dass Sie lediglich Kits einsetzen können, die für Ihre Klasse vorgesehen sind. Verstanden. Gut, dieses Fenster bleibt, das andere ist weg. Ich habe jetzt aber ein Kit bekommen, das ist das hier und das rüste ich hier aus. Kommt hier oben rein mit Rechtsklick. Ausrüsten und hat schon, ja, Minen. Okay, ich kann jetzt Minen erstellen. Die Fertigkeit müsste hier unten, ja, da taucht sie auch schon auf. Kann ich Minenbarrieren aufstellen? Gut, das lasse ich nochmal offen. Ich würde es gerne irgendwo hier in die Seite schieben, aber gut. Ich glaube, wir müssen in diese Richtung. Tasche kann wieder zu. Und ich denke mal, ich kann meine Waffe wegschicken. Raus da.
Ladebildschirm. Ladekronos, erste Stadt. So, sprechen Sie mit dem Kanzler Imbok in der großen Halle. Das tun wir. Wir folgen dem gelben Pfeil auf der Minimap durch das Gewühl von Leuten hier und sind hier schon mal falsch. Drücken wir jetzt kurz auf M. Wir sind hier oben und müssen hier unten hin. Okay. Dann müssen wir hier rum. Hier rüber. Beim Brückenoffizierstrainer können Sie Ihren aktuellen Brückenoffizier neue Fertigkeiten geben und sie verändern. Das ist der Trainer, aber ich glaube, ich habe noch gar kein Geld, oder? Vermögen? Nicht wirklich. Also im Moment bringt es noch nichts. Das machen wir irgendwann mal, wenn wir ein bisschen Geld verdient haben. Siehst du das? Nein. Beachten Sie, dass Sie Ihre Missionsziele sowohl auf dem Kompass als auch auf der Minikarte sehen. Und ich glaube, ich bin falsch. Muss da drüben durch? Nein, hier. Ein bisschen unübersichtlich. Wenn der Zeit kommt, dann kann man sich hier besser durchblicken. So, und jetzt müssen wir hier rum. Jetzt müssen wir hier lang. Und hier rüber. Erstatten Sie Kanzler Imbok Bericht. Das werden wir tun. Kanzler, ich habe einen Bericht für euch. Da ist sie! Der Held, der uns den Föderationsgefangenen brachte. Der Krieger, der die Sekbar rettete. Der rechtliche Besitzer der IKS Kokok durch das Recht im persönlichen Kampf. Getestet durch die Belotia und überprüft durch die Krieger, die Hallen der Krieger. Du hast dich gut angestellt, deine Karriere zu starten, Yoma. Ich will ein Auge auf dich haben und auf deinen Fortschritt. Kaplar, Kanzler, es ist mir eine Ehre, ein Schiff unter Ihrer Führung zu befehligen. Bevor Sie jedoch auf Ihre eigene Abenteuerreise aufbrechen können, gibt es ein Anliegen hinsichtlich Ihrer Pflichten als Captain in der klingonischen Verteidigungsstreitmacht. Zuerst gibt es die Angelegenheit von Leutnant Dorans Ehemann, Iris Parmach. Es ist Ihre Pflicht, ihn über Ihren Tod zu unterrichten, da Sie nun Ihr direkter Vorgesetzter sind, selbst nach Ihrem Tod. Gut. Also, der ehemalige erste Offizier, dessen Ehemann soll ich jetzt erzählen, ihr, ne? Und so weiter. Die hübsche Klingonin oder auch so. Ich werde ihn über ihr Dahinscheiden nach Stuvokor informieren, Kanzler. Okay. Tut mir leid, dass ich das alles nicht so ganz toll aussprechen kann. Nicht so einfach. Okay. So, da unten ist sie. Er. Sie ist ja gestorben und er ist noch da. Und da stürmen wir jetzt hin. Ohne jemanden umzureihen natürlich. So klingonisch wie eh und je. Ja, mal hier rüber. Sieht ja schon sehr, so ein bisschen barbarisch hier aus. Aber gut, das sind halt die Klingonen, ne? So. Wo ist er denn? Ist es der? Nein. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das der Ehemann von Duan ist. Wo ist der denn? Hier, muss ich da rein? Ja. Okay, was passiert? Krieg ist wegen Geschäft. Expandiere oder stirb. Finden Sie heraus, wo Shigan arbeitet. Okay. Dann werde ich ihn mal fragen. Seien Sie gegrüßt. Ich bin Farm, ein vollzertifizierter Banker und Finanzinvestor. Womit kann ich Ihnen heute behilflich sein? Was ist das hier für ein Ort? Kaufen Sie günstig ein und verkaufen Sie teuer. Wie die neunte Regel der Akquisition besagt, Gelegenheit plus Instinkt ist gleich Gewinn. Dies ist die Tauschbörse der ersten Stadt hier auf Kronos. Hier haben Sie Zugriff auf Ihre persönliche Bank sowie auf die Bank aller Flotten, denen Sie angehören mögen. Darüber hinaus gibt es überall Tauschbörsenschalter, bei denen Sie Gegenstände von anderen Captains kaufen und verkaufen können. Und wo finde ich einen Klingonen namens Shikrin? Shikrin, oh ja, er ist einer der Wartungstechniker und stellt sicher, dass die Computer der Tauschbörsen laufen. Nach meinem letzten Stand führte einige Diagnosen im Lagerhaus.
im hinteren Bereich der Tauschbörse durch. Begegnet sie sich zum Eingang des Lagerhauses im hinteren Bereich der Tauschbörse. Was ist das nochmal für... Nein, das ist alles, was ich gebraucht habe. Ferengi. Gut, also hinterer Teil, das ist da hinten. Das hier ist... Kann man auch noch zugreifen, Bank. Und... Ja, so Auktionshaus und so. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja eh kein Geld. So. Erste Außenbodenmission. Mehr können wir nicht außer Kigan. Wir haben nur den im Moment. Dann gehen wir ins Lagerhaus. Ein Kampf steht uns bestimmt bevor. So, hier sind wir. Wir und unser erster Offizier. Da liegt jemand am Boden. Und Kigan rüber. Psst, was ist mit ihm passiert? Nausikanische Schmuggler. Sie müssen gewusst haben, dass ich alleine hier bin. Haben mich überrascht. Das sind Piraten, die die Börse ausrauben. Jemand muss sie aufhalten. Ich bin zu schwer verletzt. Ich hätte mich um diese Piraten kümmern. Doch wenn ich damit fertig bin, müssen wir beide reden. Ja, genau. Also bleib am Leben, bitte. Ich habe noch einen Auftrag zu erfüllen. Und hier drüben sind die Piraten, die die Tauschbörse bestehlen wollen. Das geht ja mal gar nicht. So, hier. Bauen wir mal unsere Minen hier auf. Okay, dann machen wir mal. Naja, so effektiv sind die Minen jetzt aber noch nicht. Aber gut. Ich nehme an, dass ich langfristig gesehen was anderes nehmen werde. Ein Sinnetiola habe ich gefunden. So. Oh, hier sind noch mehr. Verdächtige Computerprozesse untersuchen. Okay. Manchmal werden Missionen verfügbar, die auf ihre Karrierenklasse zugeschnitten sind. Die Nausikianer erscheinen ein böses. Scheinen einen bösartigen Code in der Exchange-Server eingeschleust zu haben, um Waffenladungen abzufangen und sie auf eine Wissenschaftsfunktion im Vorsystem umzuleiten. Sie glauben, dass sie den Code sicher entfernen können und dadurch den Plan der Nausikaner durchkreuzen werden. Ja, dann machen wir das mal. Können wir den Virus entfernen. Ich bin ja Techniker. Taktiker. Techniker. Techniker. Taktiker, so die Roten. Ich bin Techniker. Und deswegen fällt es mir natürlich nicht schwer. Da sind die nächsten. Und auf euch. So, noch einer? Ja. Oh, nein. Ja, Ringhändler. Entspann dich, Ferengi, alles gut. Okay, so. Und auch er ist erledigt. Vielleicht die Aktivitäten sind hier noch mehr? Klingt das noch irgendwo oder so? Dann gucken auf der Karte. Nee. Nein. Okay. Gut. Alles erledigt. Wir sollen jetzt mit ihm sprechen. Sie kämpfen gut. Sie haben mir Zeit verschafft, meine Kraft wieder zu erlangen. Doch jetzt muss ich Majorak finden und diesen erbärmlichen Verräter von Tak ein Ende setzen. Wer ist dieser Majorak? Das scheint er zu sein. Majorak. Ich hab's falsch ausgesprochen. Mal wieder. Der sieht ja hübsch aus. Deine Zähne, die... ja. Hängen da ein bisschen komisch. So, auf ihn. Nein!
gemein. Ja, genau. Lauf durch meine Minen durch. Oder auch nicht. Au, au. Okay, ich muss mich mal kurz heilen. Aua. Kurz mal mein Schutzschild hier. Ich glaube, ich bin nicht so der Nahkämpfer. Gib mir meine Pistole. Oh. Will ich schon nehmen. Einen Schutzanzug. Den ziehe ich mir natürlich gleich an. Ich habe nämlich noch gar keinen an. Ausrüsten. Ja. Jetzt sieht es vom nächsten Mal schon ganz anders aus. Okay. Dann wollen wir jetzt mal wieder zu ihm zurück. Sie sagten, sie hätten da etwas für mich. Ich bin Captain Daika Skorkok und ich bin hier, um sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass Leutnant Doran ihr Paarmach nach Stovokor eingegangen ist. Sie starb beherzt im Kampf. Ich verstehe, sie war eine wahre Kriegerin. Erzählen Sie mir, wie genau sie gestorben ist. Sie und ich erfuhren, dass Captain Jorelek das Imperium verraten hatte. Sie versuchte ihre Pflicht als erster Offizier zu erfüllen und forderte Jorelek heraus, um das Kommando zu übernehmen. Sie versagte, ich war erfolgreich. Tja, sie nicht, ich schon, also kann ja noch eingeben. Es ist gut, dass sie ihren Tod rächen konnten. Sie hat jedoch versagt. Ich will nicht, dass Doran den Zugang nach Stovokor verweigert wird, weil sie durch einen Verräter gestorben ist. Wenn sie mich wollen, würde ich mich ihrer Crew anschließen und in ihrem Namen an ihrer Seite kämpfen. Meine Talente als Ingenieur sind hier in diesem Lager heute nur verschwendet. Lassen Sie mich gegen ehrenwerte Feinde kämpfen. Nehmen Sie das Angebot an. Ich habe ja gar keine andere Möglichkeit. Natürlich ein weiteres Teammitglied. Pflichten des Kommandierens. Sie werden ein Captain sein, der meinen Dienste würdig ist. Fähigkeitenpunkte bekomme ich. Expertise, die kann ich benutzen, um meine Mitarbeiter hier auszubilden. Dann hier, klingonischer taktischer Offizier. Das ist er. Den bekomme ich mit diesen Fertigkeiten. Gucken wir uns den anderen mal an. Und diesen Panzer bekomme ich. Ich habe selber schon gerade einen gefunden, aber meine Offiziere brauchen ja auch. Congratulations, Lieutenant. Wunderbar. Ja. Ich könnte ihn jetzt umziehen und umbenennen und so, aber das lassen wir mal alles so. Ist schon okay. Ich glaube, viel hübscher kann ich den Klingon auch nicht machen. Der lokale Sicherheitskanal sendet einen Ausbruchsalarm. Ich schlage vor, wir kehren zum Gefängnis zurück. Okay. Aber den Gefängnisausbruch schauen wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt mache ich nur noch eine Sache, und zwar haben wir ja diesen schönen Panzeranzug geholt und Keegan, der taktische Brückenoffizier, der sogar lila ist, das ist eine bessere Qualität als grün, bekommt einen neuen Anzug an. Und wenn er das nächste Mal kämpft, ist er etwas besser gewappnet. Und hier sieht man auch, wir haben noch zwei Offiziersplätze frei. Stationen sind auch schon automatisch vergeben. Hier können wir auch noch einen reinpacken, aber haben wir ja noch keinen. Beck ist, glaube ich, sowas wie... Weil wir in der Föderation sind Sicherheitsleute. Irgendwelche grauen NPCs. Da packen wir natürlich ihn rein. Und ihn, das ist unser Außenteam. Damit wir dann, wenn wir nächstes Mal diesen Bildschirm haben, wegen Außenteam, automatisch die beiden mit dabei haben. So, Ruf, da haben wir noch nichts. Und dann gehen wir aber noch einmal hier raus. Aus diesem Raum. Ach so, hier Lagerhaus verlassen. Dann haben wir diese Instanz quasi verlassen. Also nicht nur quasi, sondern wir haben sie verlassen. Jetzt seht ihr auch, es ist Bodenoffizier. Also die Leute sind nicht mehr dabei, aber. Ach so, Skillen kann ich ja auch noch. Bin jetzt ja Leutnant Stufe 4. Dann machen wir das auch nochmal schnell. Ich skille. Höhenreparatur. Zum Fliegen ist das, glaube ich, ganz gut. Und Boden kann ich jetzt nichts mehr skillen, weil ich alles ausgegeben habe. Ist okay. Dann kann ich meine Leute auch skillen. Ja, Photongranate. Ich mag diese Fertigkeit nicht so gerne. Versteckte Wirkung Torpedo ist super. Aber Photongranate, weil die werft dir immer, weiß ich nicht, wenn nur noch ein Gegner da ist und sowieso nichts mehr passiert, so ungefähr. Quickfix ist an sich ganz nett. Geschütztürme und sowas reparieren und
die Buffs entfernen. Sich selbst oder andere. Also wenn ich jetzt, wenn er jetzt diesen Quickfix hier benutzt und ich ihn skille oder auch nicht, dann benutzt er, wenn wir in diesen Ausmissionen sind, und dann wird er immer auf sich anwenden. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das macht, dass er das auf mich anwendet. Das wäre auch eine schöne Sache, aber so bekommt er dann mehr Schaden durch Fangkampfwaffen. Mehr Schaden an Geräten und so. Und ja, gut. Gefällt mir ganz gut für den Anfang. Technikteam ist es die Weltraumfähigkeit. Nimmt sofort Reparaturen in der Hülle vor. Außerdem wird so täglicher Schaden an Subsystemen behoben und alle Technik-Debuffs entfernt. Kann auch im Reiten. Okay. Technikteam. Okay. Das ist auch gut. Also mal gucken. Wir haben 1000 zur Verfügung. Machen wir mal so und gehen wir mal einfach mal beides. So. Diese Punkte sind jetzt auch für immer und ewig weg. Wenn wir also irgendwann mal die nicht mehr haben, dann geht er mit diesen Fertigkeitspunkten. Wir müssen immer wieder neue sammeln. Aber man kriegt so viele, das ist dann auch kein Problem mehr. Gut, aber in dem Sinne, bevor ich das jetzt hier ewig in die Länge ziehe, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Wir spielen zusammen Star Trek Online. Die Klingonen. Und ja, nächstes Mal gucken wir dann mal, was der Gefängnisausbruch sozusagen hatte. Beziehungsweise was das da mit auf sich hat. Und bis dahin sage ich Tschüss.